Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Solos Project. Wir gucken hier mal weiterhin durch die Höhlen und... Alter Falter. Okay, wir lesen erstmal das hier. Okay, der Meilenstein 2 von 7. Ist das der Dämon, der gemeint war? Oh shit. Das ist der Dämon. Also entweder ist das der Dämon und ein ziemlich großer, hässlicher Fisch. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Hier werden wir nicht weiterkommen. Okay, wir müssen also Steine finden. Dann hauen wir die hier drauf. Das sieht schon krass aus. So, liegen jetzt hier irgendwelche Steine rum? Ja. Nein. Können wir nicht mitnehmen? Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja doch, ein paar sind da. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier was abwerfen. Das machen wir am besten vorne, wo wir es dann wieder sehen. Sonst vergessen wir das nur wieder. Ach, den Schwamm, den brauchen wir sowieso nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den mit. Na, dann hauen wir da wieder drauf mit dem Hammer. Jetzt kommen wir auf zu rutschen. So, Steinchen Nummer 1 liegt hier. Ja, wir sollten vielleicht doch wieder die Fackel nehmen, ist ein bisschen kalt. So, der nächste Stein. Ich hoffe, dass das dann nicht irgendwie schlagartig auftaut. Und wir dann irgendwie mit dem Fisch irgendwas machen müssen. Das wäre überaus uncool. So, zwei Steine brauchen wir noch. Ist ja klar, jetzt sehe ich natürlich wieder keine. Doch da. Und können wir vielleicht noch einen mitnehmen? Ja, da wäre noch einer. Ja, wir schleppen, glaube ich, auch einfach zu viel Scheiß mit uns rum. Das ist schon krass gemacht. So, und der letzte Stein. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn sofort wieder finde. Wo lag er denn? Da hinten, oder? Ja. Gut. Dann sollte sich die Tür jetzt hoffentlich gleich geöffnet haben. Wir wissen dann ein bisschen mehr.
Hey, verdammt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Also jetzt sind aktuell hinten die zwei geöffnet, okay. Es wird wohl noch ein kleines Rätselraten hier. So, meine Vermutung ist, dass jetzt vorne eins und hinten eins offen ist. Jetzt sind wieder beide hin. Hä? Das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Nehmen wir das mal mit. Jetzt haben wir zwei vorne weg. Also jetzt nochmal für Dumme. Zwei vorne weg bedeutet, hier in der Mitte ist nur ein Ding weg. Alle drauf heißt, hinten ist alles weg. Ich will doch nur die zwei vorne weg haben, dann kann ich nämlich da dieses Ding hinwerfen, hinschießen. So, jetzt ist aktuell die Mitte frei, okay. Jetzt müsste eigentlich alles oben sein, oder? Leute, ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Also ich hätte halt gedacht, dass wir dann dafür sorgen, dass hier vorne alles weg ist, ne? Na gut, dann probieren wir das einfach mal. Ist jetzt vorne alles weg? Man sieht es halt einfach auch so beschissen. Nö, vorne ist nicht alles weg. Das ist ein blödes Spiel jetzt. So, das passt, denke ich. Was ich nämlich meinte, ist, dann schießen wir hier einfach. Ach so. Es ist undurchdringbar. Was ein Witz, ey. Also wir müssen wohl die richtige Kombination rausfinden. Jetzt haben wir aktuell drei Stück offen. So, jetzt würde es wieder zugehen. Es nützt uns aber auch noch nichts. Aber wir legen es jetzt einfach mal hier hin.
Ach, scheiße. Wo ist denn jetzt der Stein hin? Habe ich wahrscheinlich noch in der Hand, oder? Okay, jetzt haben wir drei offen. Eins fehlt jetzt noch. Okay. Und wenn ich hier jetzt drauf gehe? Komisch. So, jetzt wird uns wieder ein bisschen wärmer. Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Ich glaube, das zeigt uns an. Und wo wir gerade sind und wo wir hin müssen. Und das da hinten sieht mir doch sehr besorgniserregend nach einer Arena aus. Vielleicht müssen wir den Dämon besiegen. Hohle Reise 4 von 12. Marduk der Erleuchtete holte uns ein und schrie, zog die Aufmerksamkeit des Dämons auf sich. Es jagte ihn bis zurück in die Höhlen. Wir hoffen, er konnte entkommen. O Himmelswesen, nun müssen wir sicher weiterziehen können. Tu irgendwas? Wurde er da? Vielleicht wurde er da aufgehalten und wollte da noch irgendwas machen. Irgendwas schreiben. So, und diese Pylonen hier, haben, glaube ich, keine Funktion. Nö, haben sie nicht. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Das hört sich doch sehr nach einem Dämon an. Wieso habe ich eigentlich zwei Hammer dabei? Ach, verdammt. Nein. Verdammt. Können wir die jetzt nicht irgendwie anmachen?
Ich glaube, wir müssen die jetzt hinwerfen, oder? Ah, shit, wo ist sie denn? Wo haben wir die verdammte Ölfackel jetzt hingeworfen? Ach, da. So, nun aber. To us, zu uns. Ja, irgendwelche Tabulate, blablabla, finden wir sowieso nicht. Hohlereise 5 von 12. Es war alles für nichts. Wir machten unsere letzten Atemzüge. Die Himmelswesen kümmern sich nicht. Wir waren nur Schachfiguren. Was, wenn der Dämon Matuk zurück zu unseren Häusern und Familien gefolgt ist? Frida, meine Liebe, ich hoffe, du liest dies eines Tages mit unseren Kindern. Nee, da hat es irgendwie keiner überlebt. Die sind hier allerdings in einem deutlich besseren Zustand erhalten, sprich, die sind gut mumifiziert. Im Gegensatz zu den anderen Leichen. Meilenstein 3 von 7. So, was gibt's hier denn für uns? Und da hätten wir auch noch ein Artefakt. Relikt der Nacht. Na gut. Also ich glaube nicht, dass hier der Dämon durchpasst, oder? Folge den Zeichen und überlebe in den Tiefen. Das klingt jetzt nicht so gut. Alter Falter, ist das tief. Wohl dort unten sein mag. Aber mittlerweile kann man schon ziemlich sicher sagen, also der Aufstand ist wohl doch ziemlich erfolgreich gelaufen, oder? Auch wenn die Leute letztlich tot sind, aber die könnten ihr Ziel erreicht haben. Alter. Wahnsinn. Ja, und was sich dort unten verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.